Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder zu einem Mitarbeiterseminar der DWS Steuerberater Online GmbH. Mein Name ist Thomas Arndt und das Thema heute: aktuelles Einkommensteuerrecht für Mitarbeiter 2016 Teil 1. Ich habe mir als Themen ausgesucht für den ersten Teil zum einen die Sonderausgaben, die Änderungen im Paragraphen 10. Als zweites die haushaltsnahen Dienstleistungen, auch wenn wir die alle nicht mehr hören können, auch da tolle Neuigkeiten. Punkt 3 werden die Begrenzung der Aufwendung für Dienstfahrten bei Rückfahrten sein und im weitesten Sinne Pkw-Kosten. All das, was interessant ist für das Jahr 2015 Einkommensteuererklärung, 2016 aktuelle Bearbeitung. Versicherungsbeiträge richtig erklären, auch wieder ja, so ein Thema, was man eigentlich nicht hören kann, aber regelmäßig falsch macht. Und vielleicht gelingt es uns dann ja irgendwann mal, dort richtige Eintragungen vorzunehmen. Und zum Schluss noch einige aktuelle Beiträge. Beginnen wir gleich mit dem neuen Paragraphen 10 Absatz 1a. Bislang im Paragraphen 10 Absatz 1 Nummer 1 bis 1b waren die Unterhaltszahlungen zusammengefasst. Und dies ist jetzt ab dem 01.01.2015 schon in den Absatz 1a eingefügt worden. Das ist insofern etwas schwierig, meine Damen und Herren. Wer nämlich reinschaut in den Paragraphen 10, wird urplötzlich seine Unterhaltszahlung vermissen. Paragraph 10 Absatz 1 Nummer 1 gibt es nicht mehr. Die haben einfach schlichtweg die Nummer weggelassen und alles in den Absatz 1a hineingepackt. Nun will ich auf die einzelnen Punkte des Paragraphen 10 Absatz 1a eingehen. Ja, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, komprimiert sind die entsprechenden Sonderausgaben dort zusammengefasst. Wir haben Punkt 1, die Unterhaltszahlung an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten, begrenzt auf 13.805 Euro. Altes Thema, Hintergrund hier, der Ex-Gatte muss dann allerdings die Anlage U unterschreiben. Und damit also auch sicherstellen, dass der Empfänger der Unterhaltszahlung diese Zahlung bei sich versteuert. Die ID-Nummer beider Beteiligten ist erforderlich. Wenn es auch im Gesetzestext erst ab 2016 drinsteht, so war es dann doch schon in den Formularen ab 2015 vorgesehen, dass also diese ID-Nummern entsprechend anzugeben waren. Immer etwas schwierig, ja, weil man dann ja die des anderen benötigt und entsprechend eintragen muss. Der zweite wesentliche Punkt, auf den ich auch hier nur am Rande eingehen will, ist die Versorgungsleistung im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge. Also auch dort die Übertragung der Mitunternehmeranteile, die Teilbetriebs- oder die Betriebsübertragung oder auch die übertragenden GmbH-Anteile. Die sind jetzt in dem neuen Paragraphen 10 Absatz 1a dort die Nummer 2. Inhaltlich allerdings unverändert. Nun kommt neu die Nummer 3 hinzu. Bei der Nummer 3 ist es seriös gesagt eine Ausgleichszahlung zur Vermeidung des Versorgungsausgleichs. Ich persönlich nenne das Ding immer die Ablösung, ja, Ablösezahlung. Wenn man sich also von seinem Ex-Gatten trennen will und auf spätere Versorgungsausgleiche keine Lust hat, das heißt, man will sich trennen, auch gedanklich trennen, dann bietet es sich mitunter an, mit dem Ex-Gatten eine einmalige Versorgungsausgleichszahlung zu vereinbaren. Das hat insofern dann den Vorteil, dass nicht regelmäßig weiter, wie gleich in der Nummer 4 zu zeigen, Zahlungen erfolgen müssen, sondern dass eben mit einer Einmalzahlung der gesamte Versorgungsausgleich dann begradigt ist und eben nicht mehr zu berücksichtigen ist. Nummer 4, wie ich gerade schon erwähnte, das bleibt unverändert. Und insofern fragt man sich vielleicht, warum die Nummer 3 eigentlich neu hinzugekommen ist. Bei der Nummer 3, wenn ich jetzt beispielsweise 30.000 Euro